Willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Evoli! Wir sind jetzt im Fatania-Wald und Kaito ist natürlich auch wieder dabei. Ja, das sind hier alles die Trainer. Ne? Also meine Freunde und ich wollen Käfer-Pokémon fangen. Sie sind schon ganz hibbelig, weil sie sich auf die Pokémon-Kämpfe freuen. Ja, ja, dafür will ich ja jetzt hin. Ich kann wieder durch Pokémon durchlaufen. Achso, haben wir eigentlich genug Pokébälle? Weiß ich nicht, haben wir genug gekauft? Fangtasche. Da, genau. 29, reicht das? Für erstmal reichen. Müssen wir denn in jedem Pokémon jetzt erkennen, fangen? Nein, das würde ich auch nicht empfehlen. So. Hey du, hast du ein großes Pikachu dabei? Nein, ich habe ein Evoli, siehst du, hier auf meinem Kopf sitzen? Das ist das ungefähr 27 Kilogramm wiegt oder was? Ja. Ich krieg Evoli auch immer wiegt. Sie wollen, dass wir ihre Rasse töten. Okay, Double machen. Ja, du kämpfst da mit genug. Ja, ich bleib gut, du hältst mit. Ach, okay, reicht. Bestimmt. Das ist ein Level 4, hallo. Oh, warte, jetzt wollte ich doch nicht fliegen fahren. Was hab ich denn jetzt gemacht? Das hoch so viel ausgewählt, ne? Ja, du hast irgendwie zurückgemacht. Ja, ich hab zurückgemacht. Ich hätte was auch noch reingesetzt, aber okay. Ich setze sicher als Verbrannten die beiden. Ja, aber ich glaube, das reicht Attacke. Bestimmt, ne? Das ist zu tief, oder? Oh, tatsächlich, okay. Es ist Level 4, wir sind eigentlich 10. Ja, ich weiß. Wir brauchen nur 10 wieder. Oh, Level 11, das ging ja, okay, das ist übertrieben. Ja. Übertrieben, wie sie jetzt. Das hat 16 EP. Ja. Aber wenn Knopfenser stark genug ist, können wir mit Knopfenser... Das kann doch nicht wahr sein. Können wir mit Knopfenser alleine Rocco besiegen, ohne irgendein anderes Pokémon einsetzen zu müssen. Ja, aber ich glaube, wir kämpfen sowieso zu zweit, ne? Oder ist das ja, ein eigener Kämpfer nicht? Nein, wir kämpfen zu zweit. Hier liegt ein Pokéball, ne? Ja, da. Da ist er. Genau. Also, oh, du aufnehmen. Kannst nicht, ich kann ihn nicht aufnehmen, nein. Deswegen laufe ich auch durch Pokémon durch. Willst du nochmal sehen? Pass auf, ihr lauft durch dieses Raubi durch. Hup. Oder durch dieses Knopfenser. Ich sehe überhaupt kein Raubi. Das ist so klein, als unter meiner Würde. Bin ich da reingelaufen, was also Knopfenser. Aber du wolltest ja eh das Werfen üben. Wieso? Ich soll noch nicht werfen, ich brauche doch dann doppelt so viele Pokébälle. Ach ja. Ja, aber du kannst ja auch werfen statt dich. Naja. Guck, ich kann's, hast du ja gesehen. Naja, Glück. Glück, klar. Du sollst doch das Werfen üben. Wieso? Ich spiel's doch sowieso zusammen durch. Ja, okay. Ich will dafür das Wissen über die Pokémon, die jetzt so groß. Und die kleinen Viecher leveln alle auf. Hervorragend! Genau. Sieg für Kaito und... Nicht so wie bei Pokémon Gelb, ne? Da muss man jedes einzelne Pokémon auswählen, wo man aber keine EP-Teile haben, Kaito. Wieso haben wir den eigentlich? Weil wir 80 verschiedene Pokémon dafür gefunden haben müssen, um ihn zu bekommen. Oh, du hast dein Partner-Pokémon. Kann ich es mir mal genauer ansehen? Klar. Oh, er will einen Kampf. Ich schick dir direkt zwei Pokémon in den Kampf. Und dann kannst du dir ansehen, wie er will dich vernichten. Ja, genau. Käfer-Sammler Yawat, das ist dein Ende! Natürlich ist dein Horn die Ohren. Ich muss dir eigentlich gar keine Tipps mehr geben, weil es ist eigentlich sinnlos. Das ist schon. Weil jede Attacke, die du jetzt einsetzt, wird dieses Pokémon töten, was da vor uns ist. Deswegen werde ich einfach mal das hier machen. Verbraucht das denn auch dann AP, wenn du nicht zum Zug kommst? Aber du wirst zum Zug kommen. Ich werde zum Zug kommen, ja. Weil ich nicht mit dir recht, das will ich genau machen. Ich dachte, also Doppelkick ist wohl nie so gut. Ja, der ist Käfertyp, ne? Ich hab erstmal Scheiße, ist irgendwo vergiftet. Ja, nicht unbedingt. Doch. Der vergiftet aber eigentlich nicht immer. Der hat mich auf mich angegriffen, weil ich ein Gifttyp, ich kann nicht vergiftet werden. Scheiße. Wird dann direkt dann geheilt? Nein. Musst du selber dich heilen. Hättest du mal Hacken gemacht, ey. Hätte mir gekillt sofort. Scheiß, was ist das? Hätte nichts gebracht. Doch, dann wäre er vielleicht getötet gewesen. Nee, das war ja ein Kiefertyp. Das war ja schwächer gewesen. Ich wollte mich extra jetzt stärken, um das zu machen, aber... Ich hätte gehofft, er sei dumm genug, es mich anzugreifen und nicht ich. Yes, mit me. Scheiße, wir haben, Jeden Gift hast du doch dabei. Ja, richtig. Oh, haben wir nicht dabei. Heilt das immer automatisch?
Das weiß ich nicht. Obwohl im Kampf kriegen wir gar keinen Schaden, ne? Ach, im Kampf schon, aber wenn wir jetzt so rumlaufen, nicht, ne? Ja, offensichtlich nicht mehr. Wollen wir dann eben zum Pokémon Center, um zu heilen? Ach, warum denn nicht? Glaub, sie kann auch kämpfen. Ja. Wie sagen, ne? Ja, okay. Wir heilen uns in Mamoria City, würde ich sagen, ne? Ja gut, dann da hinten ist ein Pokéball. Wo? Da. Oben. Verdammt, ich komme an diesen Typen hier nicht vorbei. Da oben. Mhm. Gut, dass du weißt, wo die alle hier sind. Guck mal hier, da ist ein Kokuna. Haben wir das nicht schon? Haben wir das schon im Team? Ich würde gerne einen Weavor haben. Im Team haben wir es nicht. Haben wir im Pokémon-Tasche schon eins? Pokémon-Box? Nein, haben wir nicht. Wir haben auch noch was in Saftkorn, ne? Ne, Saftkorn haben wir auch nicht. Und auch noch Hopi nicht. Da. Aber da kann doch da nur Härtner. Ne, manchmal können die auch schon Giftstachel. Ja? Okay. Dann versuche ich's mal. Nur gegen starke Pokémon, wenn wir jetzt das Onix dann haben, ne? Dann können wir zusammenwerfen, oder? Naja, oder wenn in den Schulen größere Viecher auftauchen, so wie Rion, Onix und Kangama zum Beispiel. Ja. Aber so wäre es ja jetzt Verschwendung, ne? Herrschaftszeiten bleibt doch in dem Fall. Oh mein Gott. Man ist halt nicht so gut drauf wie ich. Ja, dieser scheiß Kringel ist immer weg, wenn ich werfe. Guck mal da, der kommt erst viel später an. So, und hier haben wir es erfolgreich verkackt, die Tonaufnahme abzuschießen. Das heißt, ab jetzt klingt unser Ton möglicherweise etwas merkwürdig. Denn wir müssen nachvertonen. Wir haben Kokuna gefangen und die Menze ist natürlich auch dabei. Ja, das kennt man ja schon mal öfters, weißt du noch, bei Tales of Symphonia halt. Ja, die letzten, das war so ärgerlich, verdammt nochmal. Ja, und das ist jetzt ja auch so, Das Komische ist, ich habe die Ausschläge gesehen während der Aufnahme, sie waren da, aber das Mikrofon hat unsere Stimme nicht aufgenommen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, da hat man immer dieses Geräusch da, gewipp oder keine Ahnung. Das ist so ein Knack war das immer. Ja, okay. Ah, das war... Und das dann alle 2 Sekunden, das war jetzt... Ja, alle 2 Sekunden nicht. Kam es so also vor, alle paar Minuten war das immer, ja. Okay, wir das sind, war ja ein super Wurf-Dimension. Wir sind im Fatania-Wald, nämlich unterwegs. Ach, guck mal da, ich habe einfach fabelhaft geworfen diesmal. Diesmal habe ich es hinbekommen. Ansonsten alle meine Bälle gehen daneben, aber einen Raupi fange ich mit einem einfach fabelhaft, ja, ist klar. Ja, es wird beim Legendären vielleicht anders ablaufen. Oh ne, die bewegen sich noch mehr, das ist auch kacke. Besonders die Fluglegendären, ne? Ja. Also in meinem Let's Play bin ich jetzt ja schon so weit, dass ich es geschafft habe, Arktos und Lavados zu fangen, aber... Oh, Spoiler die Leute doch nicht, vielleicht wissen die nicht, dass das Arktos... Ach! Also wer das jetzt schon nicht mehr weiß... Ja, okay. Der kann Story, auch gleich aufhören. Die Story ist dieselbe wie bei Pokémon Gelb. Ja. Ja. Das haben wir begriffen. Ja, und es ist sehr viel einfacher. Das Einzige, was schwierig ist, ist gegen die Legendären zu kämpfen. Ja, also noch nicht mal das. Die Vögel sind leicht zu besiegen. Das Problem ist am Schluss das einzige Legendäre, auf das es eigentlich ankommt, bei dem man den Meisterball bekommt. Ich mache keine Spoiler ran, okay? Ich sag nicht den Namen, verstanden? Okay. Naja, nichts erwähnen. Ja, wer hat jemand neuen Attacke erlernt gerade? Ich habe mich aufgepasst. Ja. Hat Silberblick vergessen und erlernt Doppelkick. Auf jeden Fall. Du musst schon was sagen, die Mention, ne? Alter. Was denn? Ich höre überhaupt keine Musik. Mit der Part ohne Musik ablaufen. Weiß ich gar nicht. Vielleicht ist er jetzt ausgeschaltet, weil wir aufnehmen. Achso, das ist dann keine Ahnung. Weil wir sprechen. Ich habe ja keine Kopfhörer. Ja. Und normalerweise müssten wir doch Musik eigentlich hören, nur weil wir haben ja alles. Ja, gerade haben wir sie gehört, aber wahrscheinlich ist gerade beim Aufnehmen der Stimme ist an die Musik abgestellt. Macht vielleicht Sinn, damit es nicht doppelt aufgenommen wird. Ne? Weil das Mikrofon hört das auch. Okay. Hat bei der ersten Aufnahme unsere Stimme nicht gehört, aber es hört die Musik. Vielleicht ist es dann so besser, ne? Ja, wie dem auch sei. Und sonst genießt die Stille. Und unseren Worten. Lauscht andächtig unseren Worten. Ja, genau. Und wie ganz sanft ins Mikrofon atmen. Tut mir leid. Ich kann aber nicht ernst bleiben. Okay. Dementio, du sagst zu wenig. Du musst dann am besten noch sagen.
Ich bin dein Vater. Nein. War es bei mir schon so geatmet? Nee, das ist schon mehr so. Ich bin dein Vater. Auf jeden Fall. Ich frage mich, wie viele jetzt in die Comment-Section schreiben. Oh ja, ich möchte dein Sohn sein, Kaito. Oh, bitte, bitte nicht. Nein, 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 nein. Wieso denn nicht? Ich will noch keinen Sohn haben. Vielleicht wollen sie ein Kind von dir. Da. ich glaube, da wäre meine Freundin nicht so wirklich von begeistert. Okay. Hast du mir das lieber? Ja. Solange die noch nicht fragt, lassen wir das lieber. Nee, 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 nee. Ja, was? Auf jeden Fall haben wir jetzt mehrere Bisasams hier gefangen. Ja. Eins. Also wir haben wieder die männlichste aller Nackenmuskulaturen. Und weil du mal wieder nicht auf mich warten konntest, dass ich dazukomme, bist du noch immer alleine im Bild. Nein, weil ich musste schütteln, weil ich so weit zurückgefallen war. Aber wir haben dein geliebtes Kukuna gefangen, was du da wolltest. Ja, ich wollte Kukuna haben, weil ich Bibo haben wollte, aber... Ja, auf jeden Fall, ne? Ja, das wird sich im Laufe des Spiels noch rausstellen, ob sich das nützlich erweist, weil... Was? Kukuna ist doch nützlich, hallo? Kann Härtner, kann die Leute zu Tode härten. Was weiß ich, Kalt. Ich habe extra nichts gesagt, um zu gucken, wo der Satz hingeht. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Hallo? Ja, ich weiß. Deswegen habe ich auch nichts gesagt. Ich wollte schon mal schauen. Mal gucken, wie er sich da wieder rausredet. Ja. Mit unserer extremen Nackenmuskulatur balancieren wir das 25 Kilogramm schwere Evoli auf unserem Kopf. Ein Saftkorn? Warum wolltest du ein Saftkorn fangen? Ja, ach, wir hatten noch keins, Pokédex-Eintrag, ne? Und ja. Außerdem, ich finde Mapboy immer besser als Bibor. Du findest wahrscheinlich Bibor besser, ne? Was ich, zum Beispiel, aber was richtig geil ist, weil Bibor eine Mega-Entwicklung hat. Ist die Mega-Bibor, boah, der sieht geil aus. Ja, den werden wir aber wenn dann erst zum Ende der Liga. Obwohl, noch nicht mal. Ich glaube, man muss die Liga erst einmal besiegen, dann top ist der Typ auf, der einem die Steine verkauft. Achso, also wir können gar keine Mega-Entwicklungen haben. Doch, doch. Wir kriegen, kurz bevor wir, glaube ich, Giovanni rauskommen oder so, 4 Megasteine. Die von Bisaflor, Turtok und die beiden Gluroks. Also X und Y. Glurak, das war ja. Typ 2. Glurak kann sich in X, Glurak, Mega Glurak X und Mega Glurak Y verwandeln. Y ist im Grunde wie der normale Glurak, orange, mit Feuerflugtyp und nur ein bisschen längerer Schwanz und größere Flügel. Und Mega Glurak X hat dann endlich den Drachentyp dazu bekommen. Das heißt, er ist ein Feuer und Drache. Der dir da wahrscheinlich auch besser gefällt. Ja, natürlich. Der ist schwarz und hat blaue Flammen, die aus seinem Mund kommen, ja? Okay. Das ist episch. Okay. So kann man hier die Potenziale von diesem Pokémon gar nicht richtig ausnutzen, weil sie ihre Fähigkeiten nicht haben. Ich weiß nicht, was Gameplay sich dabei gedacht hat, nicht die Fähigkeiten der Pokémon mit einzuprogrammieren. Ja. Hätte das die Leute so sehr verwirrt, wenn sie plötzlich wissen, warum kann ich das nicht treffen? Das ist doch nur ein Gift-Pokémon. Warum wird das nicht von Erdbeben getroffen? Weil er schwebt, das ist ein Smogmog. Ihr Idioten. So schwer ist das doch nicht. Oder? Comment Section. Guck mal, ich gab's doch damals noch gar nicht, ne? Comment Section. Schweben? Was? Smogmog? Konnte das schon? Schmorn, nee. Smogmog, ja. Also wurde das wirklich Erdbeben hat verfehlt? Ja, also in der Generation 1 nicht, ich weiß. Sie wundert mich das sehr. Aber hier haben es wahrscheinlich geändert, ne, bei Pokémon Let's Go Evoli, ne? Pikachu Evoli. Ne? Sie haben es wieder zurückgeändert, dass es nicht, dass es trifft, obwohl es eigentlich in späteren Generationen nicht getroffen hat. Sie haben es genauso gemacht wie in 1. Ach so. Ja, ist ja auch richtig so. Das ist ja auch Bullshit. Erste Generation sein. Wahrscheinlich kannst du auch einen Lavados damit treffen, geerbt. Nein. Nein? Flug-Pokémon konnte man nie mit Erdbeben treffen. Ach so, okay. Flug-Pokémon konnten noch nie von Bodenattacken getroffen werden. Also auch nicht so ein Taubsi? Das hat sich nie verändert, nein. Obwohl Taubsi steht doch eigentlich da. So ja, es ist aber ein Flugtyp und Bodenattacken sind ineffektiv. Achso, springt einmal nach oben und weicht aus, so ungefähr. Ja, es könnte. Weißt du, die Ansicht, dass es könnte, reicht schon aus für Gameplay. Okay. Ja, Dodo und Dodri, ne? Die sind die ganze Zeit über am Boden und sind Flugtyp und trotzdem können sie von Erdbeben nicht getroffen werden. Ja, also was erwartest du? Das hat mich auch mal gewundert. Die haben ja überhaupt keine Flügel und können fliegen, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Also in den offiziellen Pokédex-Einträgen und auch bei der Pokémon-Stadium-Variante
kann man sehen, dass Dodo wohl für die Flugattacke seine Füße so schnell bewegt, dass es dadurch in der Luft quasi schwebt und dadurch fliegt. Also es kann über Wasser laufen, so wie Jesus damals. Ja, über Wasser laufen nicht direkt, aber es kann halt eben fliegen, dadurch, dass es die Füße sehr schnell bewegt. Okay. Ja, ist ziemlicher Schwachsinn, aber hey. Bei Pokémon die Logik in Frage zu stellen ist wie... Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall bist du doch da jetzt wieder, Kaito. Du beschwerst dich, dass du... Ja, ich hab geschüttelt rechtzeitig, bevor du wieder in irgendein Pokémon gerannt bist, weil du nicht gesehen hast. Jetzt bist du wieder aus dem Bild. Ich bin vorgelaufen, ja, so ja. Kennt man mich. Ja, da bin ich wieder. Und noch wieder. Nee, Entschuldigung, weißt du, ob in diesem Wald dieser Samen leben? Hallo, wir haben schon 2 Stück, glaube ich, gefangen. Ja, ich weiß. Also ja, wir haben kein Bisasamen jetzt eingesetzt. Hätten wir mal, er hätte ihn direkt gesehen. Ah, jau, Bisasamen. Mhm. Verkaufst du es mir oder schenkst du es mir oder ja, was auch immer? Nicht. Oder tauschst es? Gegen ein Nidoran weiblich? Gegen deine Telefonnummer. Ja, das nein, das gab es erst in Gold und Silber. Oh, das war echt nervig. Was? Das war geilste Erneuerung überhaupt. Boah, ich hab das geliebt. Ey, das was? Ich richtig mit meinen ganzen Mails da alle flirten, die mich angerufen haben. Die einzige Zeit, die Menzio wurde je wurde ein Mädchen angerufen, ist Pokémon Gold. Ja, scheiße. Weil er einen Pokémon-Kampf zurückfordern wollte. Oder ein NPC war. Ja. Oh, das ist traurig. Aber schon lange her, ne? Ah ja, ich weiß gar nicht mehr, was die dann da gesagt haben, ob die dann mal gesagt haben, hey, wie geht's dir? Tschüss. Oder wie war das Telefonat da dabei? Meistens haben sie irgendwas gesagt. Ich war mit meinem Ratzfass unterwegs und hätte beinahe irgendwie einen Saftkorn gefangen oder sowas. Und dann denkst du dir mal, hast gerade schon Lugia gefangen und denkst dir so, ja. Interessant. Ja. Und jetzt halt die Fresse. Wahrscheinlich, ne? Der schleicht im Team Rocket Hauptquartier herum, ne? Und das Telefon klingelt, weil irgendein Wanderer dir sagen will, ich habe gerade einen Kleinstein gefangen, willst du wieder gegen mich kämpfen? Wahrscheinlich immer noch dasselbe Level, was ich zuvor hatte. Ja, wahrscheinlich. Das Schlimme ist, ich habe die da aufgesucht, die hatten dieselben Pokémon wie vorher. Die waren nicht mal ein bisschen stärker geworden. Wahrscheinlich, wenn der gesagt hat, er hat einen Saftkorn gefangen, hat er wahrscheinlich gar keinen Saftkorn gehabt. Ja, oder hatte vorher schon eins vielleicht, aber... Ja, oder irgendwie sowas, ne? Aber ansonsten war das auch eher... Naja. Ja, ja. Ja, muss ich ehrlich sagen, da haben mir die Remakes besser gefallen, als sie Heart Gold und Soul Silver rausgebracht haben. Denn da gab's das hier. Kennst du den noch? Ja, also du musst auch sagen, was du ja, da zeigst. Ja, das ist... ja, schon klar. Wir wollen ja nicht zu viel einenden. Ich meine diesen Pokéwalker, den sie eingefügt haben, der ja im Grunde so... Den kenne ich, den hatte ich damals. So eine Art Schrittzähler ist, wo man seine Pokémon mitnehmen kann auf Reisen. Also quasi rumläuft, wie dieses quasi, was jetzt bei diesem Spiel neu dazu kam, der PokéGo Plus, dieser Pokéball. Ja, wo Mew drin ist, was wir ja nicht haben. Wo Mew drin ist, ja. Weil Kaito war zu geizig. Ja, 50 Euro, bist du wahnsinnig. Mew ist auf Level 5 und kann Fundattacke. Hey, herzlichen Glückwunsch. Nee, ich meine, das ist Level 1 sogar. Oder? Ja, noch schlimmer. Weil es ist so wie damals hier bei Gold Silber. Du hast Togepi bekommen, aber ja auch auf Level 1, was gerade geschlüpft ist. Und das ist, glaube ich, bei Mew hier auch so gewesen. Nee, in Gold und Silber ist das geschlüpft auf Level 5. Nee, das war Level 1, Togepi. Sie? Ja, weil das ja ganz klein war, Baby noch, und dann ist das doch geschlüpft da. Ja, schon klar, aber ich meine... Nee, es war Level 1. Hallo, Kaito? Ich denke, zweite Generation. Ja, habe ich nie gespielt. Ja, ich schon. Ich habe Pokémon Gelb gespielt. Ich Gold wahrscheinlich. Nein, noch schlimmer. Ich habe mit Gold angefangen. Nicht mit Gold, sondern mit Gelb. Mit Pokémon Gelb Edition. Also die Original Gelb Edition, nicht Let's Go, ne? Und dann war das nächste Spiel, was ich erst wieder Pokémon gespielt habe, war Smaragd, glaube ich. Ja, Smaragd. Und dann Diamant. Ich habe alle anderen Generationen übersprungen. Ich habe keine andere Generation gespielt. Okay. Eltern haben gesagt, das ist doch immer nur dasselbe. Brauchst du nicht so spielen. Du warst bei mir auch, deswegen habe ich nur die ersten beiden Generationen und trotzdem, gespielt. Und trotzdem kenne ich Leute, die kriegen jedes Jahr FIFA geschenkt. Also, ich bitte dich, ja? Ja, okay. Da ist Pokémon noch mehr Abwechslung. Ja. Es wird ja immer, die Spieler werden ja immer ausgetauscht, steigen ja immer neue auf, neue ab. Oh mein Gott. Dann, 22 neue Charaktere. Auf dem großen Bildschirm sehen sie alle gleich aus.
Ja. Obwohl nicht ganz, der eine ist schwarz, der eine ist weiß, hat ein blaues Trikot an, hat ein rotes Trikot an. Ja, wenn ein älteres FIFA gibt und dann jetzt ein neueres, dann ist schon jetzt ein Unterschied da. Ja gut, aber da musst du auch zwischen von 1 quasi zu 8 springen, um einen Unterschied zu sehen. Ja, Dinge siehst du keinen Unterschied. In 18, weil, also FIFA 18 fand ich das ja so cool, da gab es ja einen Story-Modus, haben sie ja da neu eingeführt, ne? Mhm. Aber, bei, bei PlayStation 4 Version, das Switch haben sie sich gespart. So ehrlich, ne? Da haben sie einfach nur, so wie immer halt, ne? So wie normales Fußballspiel kannst du halt nur spielen. Ohne Story. Story war auch das Besondere da. Da haben sie den da weggelassen bei der Switch-Version. Sie wollten jetzt unbedingt noch das Geld mitnehmen für die Switch und haben gesagt, die Story haben wir nicht rechtzeitig umgebackt bekommen. Egal, wir packen das später als DLC rein. Haben wir das auch gemacht? Ich glaube. Könnte ich mir vorstellen. Nee, haben sie nicht. Sicher? Haben sie komplett Oh, guck mal, wir haben Vivo gefunden. Wir reden die ganze Zeit über irgendwelche anderen Sachen, weil wir haben definitiv vergessen, was wir eigentlich bei dem Part gesagt haben. Fatania-Wald sind mir immer noch Kaito. Ja, ich weiß, aber ich wollte unbedingt das Bibo haben, weil ich will ein Bibo haben. Und das ist erstmal ausgewichen, ne? Ja. Ich hasse Flugpopper. Schlimmste ist ja Zubat. Ja, boah, Zubat das ist dann zu fangen, ne? Wir haben das doch hier, glaube ich, sogar Bären gegeben, ne? Ich glaube schon, weil wir es dann, also jetzt noch nicht, aber jetzt haben wir, glaube ich, gleich geben wir, glaube ich, eine Beere, habe ich mich, glaube ich, entschieden, weil ich sagte, jetzt reicht's. Damit er stillhält, denn diese Nana-Beeren sind gut dafür geeignet, dass man, wie man hier lesen kann, dass die Pokémon still sitzen. Weißt du, damit man besser zielen kann. Was ist? Jetzt zielst du oder wir beide zusammen? Oh, ich werf daneben, glaube ich. Oder? Nee, wir haben getroffen, und was aber, ist? Aber keinen vernünftigen Wurf hingekriegt. Ich glaube, er ist befreit. Also, kommt, ja. Oder? Ja, ist Und dann war es wieder so wild wie vorher auch. Ja. Aber dann haben wir es einfach so versucht, ohne. Ohne Beere. Ja. Wir hatten auch nicht mehr so viele Pokébälle, ne? Ja, leider. Kennst du das bei Pokémon Go, also das Handy? Da geben wir auch irgendwie die Pokébälle aus, ey. Superbälle, Hyperbälle. Ja, das ist wahr. Das ist immer nervig. Vor allem, dann triffst du irgendwie. Dann beginnt es unterwegs. Oh, ein Dratini! Du hast keine Pokébälle mehr. Mann! Ja, okay, man kann sich die auch 100 Pokébälle da irgendwie für echtes Geld dann irgendwie in Münzen umtauschen. Ja, nicht nur. Du kannst ja auch deine Pokémon in der Arena lassen und damit das Geld verdienen. Ja, aber ich habe da noch kein echtes Geld da gelassen, Kaito. Hm? Ja, ist gut so. Mach das auch nicht. Das ist einfach nur deine Pokémon in der Arena und verdiene so Geld. In Game Money. Ich hab noch nie eine Arena da bestreten. Wieso nicht? Du musst doch einfach nur eine von deiner Farbe finden. Rot ist doch relativ häufig vertreten. Ja, aber meistens haben die dann immer so 3000 BP und die schaffe ich eh nicht. Ja, aber du musst doch einfach nur in eine Arena, die schon von einem Team eingenommen ist und wo weniger als 6 Pokémon drin sind. Okay. Setzt du einfach eins von deinen Pokémon dabei. Das habe ich noch nie gemacht. Wieso nicht? Was glaubst du, wie ich mir inzwischen 550 Pokémon in meiner Box lagern kann? Achso, kann man am Anfang gar nicht so viele? Man kann nur 300. Achso. Ja, ich hab glaube ich auch keine. Und mit 300. Jeder Erweiterung, glaube ich, kriegt man immer 50 dazu, quasi. Und mit jedem Level? Nein, nicht mit jedem Level. Mit jedem Mal, wo du das kaufst. Mit einem Level kriegst du nichts dazu. Kannst auch Level 40 sein. Und hast immer noch 300. Ja? Ja. Okay. Genau. Ja, nee, ich habe das extra gemacht, weil teilweise muss das einfach sein. Vor allem jetzt, da meine Pokémon, da ich auf Level 26 aufgestiegen bin, meine Pokémon auch einmal stark genug sind, um kleinere Arenen Platz zu machen und die einzunehmen. Ja. Das ist eine gute Art, Geld zu verdienen, ohne echt Geldmoney einzusetzen. Weil ich bin halt eben alter Geizer. Für dieses Spiel würde ich eigentlich kein Geld ausgeben. Sehe ich auch gar nicht ein. Nein, du hast doch für Pokémon Let's Go Pikachu auch Geld ausgegeben. Ja, weil ich dachte, wir brauchen es. Ja, aber jetzt bist du ganz froh, dass du es hast, ne? Naja. Es war lustig, aber jetzt spiele ich schon nicht mehr. Ich hab's durchgespielt, jetzt ist vorbei. Ja, Evoli ist das, das habe ich auch nicht durchgespielt. Ja, gut, dass wir die Edition dann nehmen, weil erstmal haben wir Pokémon Gelbe Edition ja schon gemacht, wo Pikachu ein Torzähler. Und zweitens. Ja, Pikachu läuft mir hier nicht hinterher. Das ist du hast es ja eh schon durch bei dir, ne? Aber ich brauch's dann nicht mehr spielen, weil wir müssen ja eben Let's Play machen. Du hast noch nie ein Spiel durchgespielt, was du gespielt hast, oder? War das nicht so? Doch. Ja, außer unsere Let's Play-Spiele, die wir gespielt haben. Natürlich.
Einige Spiele. Ja, was jetzt nicht mit Pokémon zu tun hat, meinst du jetzt, oder? Ja. Weil Pokémon habe ich noch keins durchgespielt. Echt? Nein. Doch, ich bin da zur Liga da gekommen, bei Blau oder so, oder bei Rot, da habe ich die nicht geschafft. Keine Ahnung. Aber ich fand das immer so geil früher. Hast wahrscheinlich die Mare übereingesetzt. Da war ich ja auf jeden Fall in der Liga da drin. Fand ich immer so geil, ne? Unten war dann immer Pokémon Center, alles so in einem Gebäude. Pokémon Markt dann immer direkt daneben. Ja, stimmt. Das fand ich jetzt das cool war, ja. damals. Das war episch. Mit 8 Jahren oder wie alt ich da damals war. Okay. Das ist 1999 rausgekommen. Mhm. Wir sind 92 geboren, also. Ja. Also müsste. Moment. 7, 8? 7 warst du dann ungefähr. 7, 8? Also um den Dreh. Genau. Und damals als Kind habe ich ja nie Spiele so richtig durchgespielt. War es einfach zu. Ich wollte dir noch ein Pokémon zeigen. Nee, wir wollten Pikachu mal fangen und das habe ich ja nicht gesehen. Da bin ich ja irgendwie reingelatscht, wie ich die meisten Pokémon da nicht sehe. Ja, ich hab dir gesagt, wo das Pokémon ist, weil ich es gesucht habe für dich. Ja, und dann haben wir das Pikachu noch gefangen. Und nachdem wir Pikachu auf jeden Fall gefangen haben, haben wir dann den Part beendet. Deswegen würde ich dann jetzt schon mal sagen, wir verabschieden uns und... Echt? Ja, genau. Und oh ja, stimmt, ist schon zum Ende hin. Das heißt, bevor es jetzt plötzlich abrupt endet, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz Nachkommentation. Ich bin Kaito und... Dementio, ciao! Bis zum nächsten Mal. Ja, das passt ja super. Demenz, ja. Super abgeschätzt die Zeit. Willst du jetzt nichts mehr sagen, oder was? Was soll ich dir jetzt noch sagen? Weiß ich nicht. Ich hab schon abmoderiert. Ja. Ja. Wir haben nicht gesehen, dass da unten noch ein Stück dran war. Okay. So, Pikachu ins Team genommen. Haben wir uns das vergiftete Pokémon noch geheilt oder und wir was? Laufen jetzt auf jeden Fall nochmal zurück und sehen wir dann Ende des Vertania-Walds sehen wir uns dann wieder. Achso, ja, also offscreen. Wir sehen uns dann am Ende des Vertania-Walds wieder. Okay, dann sehen wir uns. So, jetzt aber tschüss!